Wieder Luftalarm gestern Abend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ausgelöst durch ein unbemanntes Flugobjekt. Wie sich wenig später herausstellte, handelte es sich jedoch um eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte, über die man die Kontrolle verloren hatte. Um, wie es hieß, mögliche unerwünschte Folgen zu vermeiden, sei beschlossen worden, die Drohne abzuschießen. Der Luftalarm wurde nach kurzer Zeit aufgehoben. Aufnahmen unseres Reporters zeigen, eine Drohne erscheint am Himmel über Kiew. Schüsse, dann ein Treffer. Ein Feuerball geht im Stadtgebiet nieder. Wie Bürgermeister Klitschko später sagen wird, treffen Teile ein Einkaufszentrum. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es nicht, doch Anwohner sind besorgt. Ich habe Rauch gesehen, ich gehe weiter und alles brennt auf einmal. Anscheinend war es eine russische Drohne. Doch die ukrainische Luftwaffe gibt bekannt, es war eine eigene Drohne. Militärs hatten die Kontrolle über sie verloren und sie dann abgefangen. Nach dem Abschuss zweier Drohnen über dem Kreml bleibt die Situation jedoch angespannt. Moskau macht die Ukraine dafür verantwortlich. Militärexperten widersprechen. Sie würden damit sogar im Westen viel Unterstützung aufs Spiel setzen, wenn sie einen Anschlag auf das Leben des russischen Präsidenten unternehmen. Zweitens, die Drohnen, die dort offenbar eingesetzt wurden, die haben nicht die Reichweite, über viele hunderte Kilometer zu fliegen. Erst recht nicht, ohne von Russland entdeckt und abgefangen zu werden. Doch Moskau bleibt bei seiner Version, verstärkt als Reaktion noch einmal die Angriffe auf die Ukraine. Allein seit dem 1. Mai gab es nach US-Angaben 145 russische Luftangriffe, die mehr als 100 Zivilisten getötet haben. Das heißt, Russland hat mehr als eine Rakete, eine Drohne oder Bombe abgefeuert pro Stunde, 24 Stunden am Tag für 4 volle Tage. Der ukrainische Präsident ist derzeit in Europa. In den Niederlanden besucht er ukrainische Soldaten auf einer Airbase und Den Haag, den Sitz des Internationalen Gerichtshofs. Wir werden an einem Tribunal arbeiten, um sicherzustellen, dass die, die die Order gegeben haben, zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Verbrechen, ihre Morde, ihre Folter. Doch bis es dazu kommt, wird es noch dauern und es werden viele weitere Angriffe folgen.